Die Hamburger AIDS-Seelsorge feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es im März viele Veranstaltungen in der St. Georg-Kirche näher Hauptbahnhof. Eine dieser Veranstaltungen hatte das Thema »Wo soll das hinführen? Blick nach vorn«. Diesen Abend moderierte Heide Stauf. Heute sind Expertinnen und Experten zum Gespräch hier aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Prognosen, Zukunftspläne, all dem wollen wir uns widmen heute Abend. Mein Name ist Heide Stauf, ich habe als Diakonin bei der AIDS-Seelsorge gearbeitet von 2005 bis 2010 und bin auch im Kirchengemeinderat hier in der Kirchengemeinde. Ich begleite Sie durch den Abend. Die AIDS-Seelsorge ist als kirchliche Einrichtung eingebunden in den Kirchenkreisverband. Der Kirchenkreisverband, das hört sich immer so merkwürdig an, das ist aber ganz einfach, das ist, also, ich sage jetzt mal, das ist ganz einfach. Dort sind die Seelsorgestellen zusammengefasst, die keine Gemeinde darstellen. Also die Krankenhausseelsorge beispielsweise, die Flughafenseelsorge und eben auch die AIDS-Seelsorge. Pastor Ernst Schmerus, der diese leitet, ist heute Abend hier. Herzlich willkommen und mit dir möchte ich jetzt gerne das Gespräch eröffnen. Wird es die AIDS-Seelsorge noch 20 Jahre geben? Wenn es die Themen der AIDS-Seelsorge noch 20 Jahre gibt, dann hoffe ich sehr, dass es auch die AIDS-Seelsorge noch gibt, um den Menschen die Fragen, die mit Bedürfnissen, mit Unterstützungswünschen, mit Begleitwünschen da sind, eine Antwort geben zu können. Eine chronische Virusinfektion, die übertragbar ist, da ist es kein Wunder, dass wir heute Abend auch einen Mediziner eingeladen haben. Dr. Thomas Buck, seit 2004 Internist in der Praxis im Infektionsmedizinischen Zentrum Hamburg, ich, und davor 10 Jahre als Internist auf der legendären MRC10 auf der Infektionsstation im UKE. Herzlich willkommen. Inzwischen redet man davon, eine Spritze zu geben alle 4 Wochen oder 12 Wochen. Aber das wäre die Therapie von morgen. Heute geht es um diese einen Tablettenregime, zumindest darum, einmal am Tag nur Tabletten zu schlucken. Je nachdem, wie lange man schon positiv ist oder was man schon für Therapien hatte, werden es dann aber doch wieder ein bisschen mehr Tabletten. Also Patienten, die. Und vor 20 Jahren haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht und Köpfe zerbrochen darüber, das Leben der Patienten zu retten, was oft in Gefahr war und was leider auch manchmal nicht geklappt hat. Das war damals so. Heute ist es so, dass man mit der HIV-Infektion besser leben kann, was das Medizinische angeht, weil die HIV-Infektion besser behandelbar geworden ist. Aber es gibt viele soziale Probleme, es gibt viel Stigmatisierung, es gibt viel Ängste um den Arbeitsplatz oder auch die Frage, die vorhin schon gestellt wurde, wem erzähle ich von meiner HIV-Infektion und wenn ich das anderen erzähle, was passiert dann, wie kann ich dann weiter mein Leben leben und es ist heutzutage ein großes soziales Problem und das Problem ist noch sehr, sehr groß. Die Medikamente bewirken, dass die Viren nachweisbar sind bei einer Blutkontrolle. Welche Veränderungen hat das auf das Verhalten der Menschen? Und das bedeutet dann eben auch, dass keine Infektiosität mehr da ist. Und das ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges, dass man weiß, man hat eine Therapie, das Virus ist unter Kontrolle und man kann andere Menschen nicht anstecken. Aber wichtig ist eben, die Infektiosität ist so gering, dass man immer wieder auch in Studien bestätigt sieht, dass eine Infektion eines positiven, eines negativen Partners nicht möglich ist, wenn er unter Therapie steht und sie gut wirkt und eben auch regelmäßig eingenommen wird. Die M-Spritze alle 3 Monate hört sich gut an. Sag doch da mal bitte noch was dazu. Genau. Und mein Begriff dabei ist,
eine Zwei-Phasen-Therapie, denke ich, wird kommen. Das heißt, am Anfang, wenn die Viruslast hoch ist, gehen wir noch ein bisschen mit mehr Druck ran, um die Viruslast runterzudrücken. Und dann gibt es eben nach dieser Einleitungsphase die Erhaltungsphase. Und das wird die nächsten Jahre mehr kommen. Und diese Spritze, die wird es, wenn alles gut läuft, in 3, 4 Jahren geben. Das ist eine Prognose. Ganz herzlichen Dank, Dr. Thomas Buch. Wir werden als Dritte. Und nachdem wir eben Ari gehört haben mit I don't know how to help you, hören wir jetzt Maria mit My Brother Lives in San Francisco. My brother lived in San Francisco. He said he finally found his place. And when I go to San Francisco, everywhere I look, I see his face. Wo finden Menschen Wohnraum? Hier in der Stadt Hamburg ein ganz großes Problem. Wo gibt es sozialen Wohnungsbau? Mitten in der Stadt und nicht auch noch an den Rändern der Stadt. Auch ein ganz großes Problem. Und wir haben uns gesagt, wir möchten gerne dafür sorgen, dass Menschen mit HIV und AIDS eben auch hier nach Möglichkeit in der Szene Wohnraum finden und setzen uns dafür ein, dass hier ein Haus gebaut wird. Wir haben gerade ein Angebot abgegeben für ein Grundstück. Wir sind also schon einen ganzen Schritt weiter. Wir hoffen sehr, dass das klappt. Haben jedenfalls die Idee, dass wir dort gerne 14 ungefähr Wohnungen, ungefähr plus minus 15 Wohnungen, sagen wir vielleicht mal, 1-2 Zimmerwohnungen errichten möchten im sozialen Wohnungsbau, um eben diesen Menschen hier auch mitten in der Szene Wohnraum zu ermöglichen. Wohnen für Menschen mit HIV und AIDS ist besonders deshalb schwierig, wenn ich richtig informiert bin, ist ja das Einkommen bei Menschen, die mit HIV und AIDS leben müssen, unterdurchschnittlich. Auch da jetzt deshalb die Frage, wie wird es mit den Mieten sein? Können da dann Menschen, die mit HIV und AIDS leben, tatsächlich auch wohnen? Oder ist es wieder so ein Projekt, wie in St. Georg es viele gibt, wo es 11 Euro Quadratmeter Preis Kaltmiete losgeht? Nee, das soll nicht so sein. Ganz entschieden nicht. Sozialer Wohnungsbau heißt ganz klar Berechtigung für einen Paragraph B5-Schein. Und das heißt also, ich glaube, 5,80 Euro, 90 plus minus 6 Euro der Quadratmeter dabei kosten. Und es gibt auch ganz genau vorgeschriebene Quadratmeterzahlen für solche 1-2 Zimmerwohnungen. Und danach wollen wir uns richten, weil wir eben wirklich sozialen Wohnungsbau anbieten wollen. Und welche Pläne hat die AIDS-Seelsorge, dem entgegenzuwirken, dass da so ein HIV-Ghetto entsteht? Wir haben auch einen Traum. Wir möchten unten einen Café anbieten, wo wir sagen, das ist ein Treffpunkt, ein sozialer Treffpunkt für die Menschen aus dem Haus, aber auch für Menschen, die von außen hinzukommen. Im ersten Stock schwebt uns vor, eine Wohngruppe zu errichten, möblierte Zimmer zu vermieten, in Kooperation vielleicht auch mit der psychosozialen Assistenz. Das ist in der Entwicklung begriffen. Und dann eben darüber die Stockwerke der soziale Wohnungsbau, die 1-2 Zimmer. AIDS-Seelsorgepastor Detlef Gause hofft, dass auch die Nordkirche demnächst Segnungen von Homopaaren vollständig mit Heteropaaren gleichstellt. Ich hoffe in die Richtung, wie es in Hessen zum Beispiel schon ist. Die hessische Kirche hat jetzt gerade beschlossen, dass keine Unterschiede